Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Mieze und dem treuen Begleiter Vollstrecker. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, doch noch ein paar Quests zu machen. Einfach weil ich, dann auch die Klassenquests machen kann, mit der wir dann noch eine neue Fähigkeit bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, welche das war, aber ich denke, sie wird nützlich sein. Deswegen werden wir hier jetzt auch erstmal diese Quests annehmen. Und uns zumindest erstmal auf Stufe 54 bringen. Bevor es dann ganz wild und heiß weitergeht. Ja, wir müssen erstmal hier ein bisschen Flatterviechers machen. Was ist in letzter Zeit passiert? Naja, wir sind gerade echt dolle dabei, Space Engineers aufzunehmen. Das merkt ihr ja, denke ich mal, selber, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hat aber auch so den Grund, weil Space Engineers macht komischerweise unglaublich viel Fun. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Sandbox-Games. Insbesondere so solchen Sachen wie Minecraft. Und ich meine, für mich zählt Space Engineers und Minecraft schon irgendwie in die gleiche Kategorie. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Fun. Weil man echt super viel lustigen Kram machen kann. Und da vergisst man leider auch mal ein bisschen aufzunehmen. Aber auch andere Gründe. Es gibt noch andere Gründe, warum wir... Oder warum ich in letzter Zeit so wenig FF14 aufnehme. Space Engineers kann man einfach mal kurz anmachen, 1, 2, 3 Blöcke setzen und dann wieder ausmachen. Hier ist es manchmal so, man braucht seine Gruppen und jetzt zum Beispiel die Aya, die will ja immer eigentlich bei Instanzen dabei sein. Ich denke, die wird auch ganz, ganz böse sein, wenn sie merkt, dass ich bei der nächsten Instanz, zu der ich muss, nicht dabei sein werde. Also sie nicht dabei sein wird, besser gesagt. Und ja, tut mir aber auch leid, aber wir haben echt beide gerade unglaublich viel mit der Uni auch zu tun. Sie sitzt gerade im Fachpraktikum, ich sitze gerade im Praktikum. Und da ist so unglaublich viel, was man machen muss und kann und so weiter. Und jeder, der weiß, wie so Praktika sind, besonders spaßig sind dann studienbegleitend, also Studium- oder semesterbegleitende Praktika, der weiß, wie spaßig und anstrengend der ganze Spaß auch sein kann. Ich probiere es mal ganz einfach. Ich ignoriere das hier mal. Und gehe jetzt hier gleich einfach mal rein. Hier gibt es doch wohl auch eine Quest. Ich habe hier eine schon abgeschlossen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, eine habe ich hier schon abgeschlossen. Die andere lasse ich dann einfach mal. Oh, hier ist eine Gnasdrohne. Was macht die denn hier? Junge, 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 die Gnasdrohne, bist hier aber echt mal fehl am Platz. Du solltest hier eigentlich gar nicht stehen. Die fressen dich. Und außerdem haben wir deinen Freund vernichtet, deinen Herrscher-Buddy. Von daher wüsste ich auch gar nicht, warum du hier einen auf angriffslustig gegen Drachen tust. Ah ja, da gibt es noch mehr von. Gut zu wissen. Dann wollen wir uns mal weiter umgucken. Infiltration des Drachenlagers hier. Dann gehe ich immer auf die andere Seite. Ah, da ist noch eine Gnatdrohne. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die dritte? Theoretisch müsste ich... Nee, ich glaube, das reicht noch nicht für ein Level Up. Ärgerlich. Aber ich könnte jetzt zumindest hier nochmal so eine Zitrone futtern. Die gibt nochmal 3% mehr Erfahrungspunkte. So, zwei habe ich erschlagen, eine dritte fehlt noch. Ich würde sagen, aha, seht ihr mal. Ich würde gerade sagen, die ist sicherlich dort hinten in der Ecke. Und tada, da ist das dreckige Viech. Tod den Drachen, tod den Zwergen. Wir sind die Zwerge. Oh.
einer meiner Lieblingssprüche aus Warcraft 3. Ist ja einfach auch mal interessant, Warcraft 3 spielen. Wobei, nee, während ich Warcraft 3 spiele, werde ich wahrscheinlich unglaublich aggressiv werden, weil ich dann sowas wie World of Warcraft spielen müsste. Was sicherlich auch witzig wäre, daraus ein Let's Play... keine Sorge, das werde ich niemals machen. Obwohl, sagt niemals nie, heißt das, ne? Hin und wieder habe ich schon ein bisschen Bock, WoW zu zocken wieder. Aber einfach nur, um zu sehen, wie geil eigentlich Final Fantasy 14 ist, weil diese Comicbuch-Grafik mit Knetmasse-Figuren, die haben ja mit ich glaube nicht mit Pandaria, womit waren das? Mit einem späteren Addon. Warlords of Draenor, glaube ich, war das. Haben sie ja die Models geändert für die einzelnen Rassen. Die sehen so fehl am Platz aus. Die wollten halt eben, ja, die Figuren aufmodellieren. Und ganz ehrlich, ich fand, dass die alten einfach tausendmal cooler aussahen. Jetzt nicht vom Detail her. Klar, die sahen schon leicht abgetragen aus, die Figuren. Aber die haben wenigstens in die Welt gepasst. Und jetzt ist das so wie Wallace and Gromit meets... Ja, es fällt mir kein passendes Beispiel ein. Hier, Wallace and Gromit meets The Simpsons oder so. Oder auch ein gutes praktisches Beispiel wäre... Genau, für die Klassikspieler. Duke Nukem meets Contra. Na gut, das ist gar nicht so abwegig, weil Duke Nukem hatte ja auch 2D-Ableger. Was heißt Ableger? Duke Nukem war ja ursprünglich ein 2D-Spiel. Jump'n'Run, um genau zu sein. Das wäre aber auch interessant. Das würde ich ganz gerne mal zocken, glaube ich. Also so Duke Nukem 3D. Nein, nicht Duke Nukem 3D, sondern Duke Nukem... Das ganz normale Duke Nukem. Ich komme gerade nicht drauf. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Dieses... Ja, ich baue ein Spiel... Lass das 10 Jahre laufen. Das Einzige, was ich ändere, sind dann die Spielfiguren. Das ist, ich weiß nicht, das ist so fehl halt. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend finde ich halt eben, sind diese Figuren, die World of Warcraft jetzt hat, einfach nicht passig zu der gesamten Umwelt. Und ja, finde ich halt eben echt schade. Hier müsste doch, da ist der Ausgang. So, und nicht wundern, ich habe natürlich wieder üblicherweise meinen Pott Kaffee dabei. Beste. Wundervoll. Wir haben noch mehr Quests. Hier kann ich aber auch, denke ich mal, wieder den Ether-Kompass nutzen. Nordwesten, 173 Jahre im Nordwesten. Das ist gut. Ich schaue noch mal kurz... wie viele ich noch brauche. Ich brauche noch 2 hier aus der Umgebung. Ich bin mal gespannt. Nordwesten, das ist zum Glück auch so etwa die Richtung, in die wir jetzt gerade hinlaufen müssen. Hier haben wir auch ein neues Gebiet. Dann stratzen wir doch hier einfach mal lang. Hier drüben haben wir auch Gegner. Immer schön Richtung Westen. Haha, genau, der wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo sein, in der Ecke. Das passt ja auch sehr gut, weil es in etwa unsere Richtung ist. Der erscheint hier einfach aus dem Nichts. Unser Tyrannosaurus. Aber wie ein Tyrannosaurus sieht er gar nicht aus, du. So, mal gucken. 20 Jalme Nordwesten. Das wäre etwa diese Richtung. Ich sehe hier jetzt keinen Ätheriten. Keine Windätherquelle. Schau nochmal. 26 Jalme Südosten. Ach nö. Ich glaube, ich weiß es.
Wir sind genau unter einer. Unter einem Ätheri. Nein. Unter einer Windätherquelle. Dann würde ich mal sagen. Ich mache diese Quest hier zu Ende. Dann habe ich mein Level up. Oh, das ist aber schon ätzend. Weil hier geht nämlich noch ein Weg. Dann müssen wir die hoch zur dritten Ebene. Da geht noch ein Weg hoch. Und da gibt es bestimmt eine Windätherquelle. Und eine wird sicherlich uns noch auf dem Weg zur Hauptquest entgegenlaufen. Bestien besiegen. Ich besiege hier eine ganze Menge. Oh Mensch, hier haben wir einen Fade. Den mache ich aber nicht. Aber ich werde mir trotzdem ein paar von den Figuren hier rauskrallen. Wobei das gar nicht so verkehrt ist, dass da gerade ein Fade ist. Weil die halten weniger aus. Die sind in die Stufe 50. Die normalen Tyrannosaurus sind wiederum Stufe 50. Chip, komm her hier. Hey, ich sag, du sollst herkommen. Die kenne ich doch, glaube ich. Aurel. Moment. Muss ich mal eben kurz gucken. Gesellschaft ansehen. Ha! Das ist die. Bin ich mir ziemlich sicher. Die, von der ich denke, dass sie es ist. Egal. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu lange rumgeistern. Wir wollen diese Windätherquelle haben. Die Quest haben wir abgeschlossen. Das ist okay. Und vermutlich müssen wir sowieso hier hoch. Von daher passt das alles hier schon. Vom Weg. Ja, wenn wir hochgucken. Wenn wir so hochgucken könnten. Da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal einen Weg. Ach, super. Hier können wir auch gleich die Quest abgeben. Chip. Uns ein Level abholen. Razem. So, kriegen wir neue Punkte, die wir verteilen können? Nein, schade. Aber Stufe 54. Wupp, wupp. Genau, und wir laufen jetzt hier trotzdem, wie gesagt, einfach den Gang hoch. Das ärgert mich ein bisschen. Geht man da so lang, denkt sich so, yeah, yeah, Windätherquelle, wup, wup. Und dann sowas. So, genau, da ist der Ausgang. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Gott, hier sind wir, glaube ich, zumindest schon mal rausgegangen. Auch um eine Quest zu erledigen. Ja, und wir müssen jetzt hier sozusagen hoch und da oben müsste eine Windätherquelle sein. Ja, Richtung Westen, also hier oben. Die versuchen wir uns ranzuholen. Hier ist der Aufstieg. Ach Mensch, ein Gallimimus-Ei. Die brauchen wir anscheinend auch noch für eine Quest. Oh, doofes Gallimimus hier, komm. Ich hau dich jetzt kaputt. Warum hat mir eigentlich niemand gesagt, dass wir erstmal durch den Jurassic Park müssen, bevor wir weiter zu den Drachen kommen? Vielleicht kommen hier noch irgendwo Velociraptoren angerannt. Irgendein Typ mit einer Schrotflinte, der auf sie Jagd macht oder so. Ja, ja, das hat man alles ja schon gesehen. Ne? So, wie viele brauchen wir denn davon? Eins, fünf brauchen wir davon. Einen haben wir. Hier haben wir nochmal ein Ei. Ei Nummer zwei. Oh Mensch, da drüben ist noch eins. Hier sind ganz viele von den Viechern. Ey, da ist noch ein Ei. Erstmal nehmen wir das hier. Das ist viel näher dran. Und ich habe da so eine Idee. Ich nehme das Ei. Ich mache einfach mal so.
Genau, hast du gut gemacht. So, und jetzt können wir uns um das Viech kümmern, nachdem Vollstrecker ihm die mir die Aggro genommen hat. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Eins, ne? Ein Ei, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Hier Eierklau. Ja, ein Ei noch. Das liegt aber auch natürlich da drüben. Ach Mensch, da ist ja auch eins. Dann nehmen wir doch das hier einfach. Das ist unbewacht. Und dann gehen wir hier diesen Weg hoch. Yippie! Los geht's! Trage mich zu Ruhm und Ehre, mein treues Gefährtenvieh. Und der Eierklau ist abgeschlossen und erfolgreich absolviert. So, dann wollen wir mal gucken. Also, wir müssen jetzt noch 192 Jahre im Südwesten. Wie gesagt, ich glaube, das ist hier direkt oben. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier nicht das letzte Mal nicht weitergelaufen bin. Geschweige denn mir diese Windederquelle geholt habe, weil ich glaube, ich war hier schon mal. Da ist sie. So, windiger Quelle, komm her hier. Moment, Idee. Ach Mensch, er greift ihn alleine an. Umso besser. Das will ich ja gar nicht. Nein, steck die Waffe wieder weg. Nimm mir die Windätherquelle bitte. Ja, Mann. Super. So, wo ist jetzt die nächste? Die nächste ist 830 Süden. Das wäre hier hinten irgendwo. Oder da so. Warum hat er mir die denn noch nie angezeigt? Wenn ich schon da unten die ganze Zeit am Rumlaufen bin. Was ist denn das für ein Mist? Gut, dann ab ins Trainer Annex. Letzte Windätherquelle holen. Bevor es dann losgeht in die nächste... nicht in die nächste. Wie heißt denn das? Bevor wir die Jobquest machen und uns dann weiter bewegen zum... Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Ah ja, zum Zielort. Hier oben. So. Windätherquelle, ich suche dich. Südwesten. 600. Das ist echt... Das gibt's nicht, ne? Das gibt's einfach nicht. Ich stehe hier, ich fighte hier die ganze Zeit durch die Gegend und ich finde... Und ich denke echt, wir haben alle Windätherquellen. Die letzte muss irgendwo dort oben sein. Nö, nö. Nicht so wirklich. Jetzt die Frage, wo ist denn die? Schein, ich habe doch hier noch eine aufgesammelt, ne? Hier unten habe ich eine aufgesammelt und der hat mir dann lieber die hier oben gezeigt, als die dort unten. Was ist das denn? Was soll denn das? Ich fühle mich von diesem Spiel jetzt leicht verarscht. Immer noch Südwesten. Ach, da ist er. Ohne Worte, ehrlich. Ohne Worte. Die letzte Windätherquelle, die wir hier jetzt auf der Map finden können. Und die letzte, die wir mit der Quest bekommen, sind wir auch schon kurz davor zu finden. Aber wir düsen jetzt erstmal zurück nach Falkenhorst. Denn in Falkenhorst geht es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit der Jobquest weiter. Da können wir gleich mal sehen, was für coole Sachen wir noch bekommen. Bin mir sogar gar nicht so sicher, was wir gerade bekommen. So, da haben wir Konstant.
Konstante Intelligenz. Haha, Trollolol. Ausweiten. Jawohl. Endlich. Ausweiten ist eine coole, coole Fähigkeit, die nochmal zusätzlich einmal Damage over Time verpasst. Ich lasse euch diesen Text einfach durchlesen, lese den nicht selber vor, weil ich den jetzt nicht so relevant finde wie die Hauptstory. Aber das kennt ihr ja schon aus den alten oder aus den anderen Folgen. So, wo haben wir denn das jetzt? Moment, wie ist denn das jetzt? Die Quassen Quest? Da, blutiger Schnee. Tschock. Das Coole ist, wir können jetzt hier auch fliegen. Aber ich glaube nicht mit dem, ne? Nein. Nee, mit dem können wir nicht fliegen. Aber wir können dafür mit dem hier fliegen. Mit meinem Flugschokomo. Und das Tolle ist, das haben sie auch endlich reingepatcht, man hat die Möglichkeit, immer noch solche, sein Pet drin zu haben. Man muss sie nicht extra wegschicken, um neue, um die Reittiere zu besteigen. Nein, auf die, aufzusatteln. Sondern man kann einfach, ja, durch da. Man kann einfach rumfliegen. So, ich bin mal gespannt. Da drüben müssen wir hin. Ich glaube, die Quests gehen auch gar nicht so lang. Von daher braucht man sich da jetzt keinen Kopf drum machen. Die Frage ist nur, ich muss ja den Weg da noch zum, ich muss hier noch den Weg hochlaufen mit der Main Quest. Egal. Passt schon. Ich werde mal schauen. Könnte sein, dass das dann doch noch zwei Teile werden. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Toll, das war der erste Gegenstand. Ich brauche noch einen zweiten. Wo ist der zweite Gegenstand? Gib mir einen zweiten Gegenstand, Mann! Ich habe jetzt keine Zeit. Muss auch schnell gehen hier. Ah, da drüben. Eine Blutspur. Wunderbar. Nein. Freie Haltung. Ach, das ist süß. Dann kommt Zwitscher nochmal für mich. Wie R2D2. Niedlich. Einfach nur niedlich. Ja, ich mag halt eben Schokobos. Und so viel zum Thema Zeit verlieren. Ne? Hauptsache erstmal mit den Soundeffekten rumspielen, bevor man hier mit dem Rest weitermacht. So, aber hey, das ist eine Rüstung, die kenne ich sogar, die habe ich selber. Gut. Aber ich hoffe, dass das hier nicht allzu lange dauert alles. Ich werde eklig mal ein bisschen weiterkommen. Nicht nur, dass ich weiterkommen möchte, ich möchte euch auch unbedingt den Endlevel-Content zeigen, weil der ist auch ziemlich cool. Also jetzt laufen wir der wunderschönen Blutspur entlang. Blut. Noch mehr Blut. Und wen finden wir an einer anderen Stelle? Unser Herzblatt ist umhüllt von einem lila Schleier. Und hinter Tor 3 versteckt sich... Oh nein, Skorpio-Stachelviechers. Leute, die wir schon mal hatten. Ey, wen haben wir da? Giftmischer. Dann hauen wir erstmal den Giftmischer weg. Oder den Giftmischer, besser gesagt. Ach, da ist ja noch einer. Das ist ja eklig. Wir haben einen Henker, zwei Giftmischer.
So, du bist unser nächstes Ziel hier. Klatsch, klatsch. Einmal mitten ins Gesicht aller Bud Spencer hier. Bam. Einmal auf den Kopf und auf die Ohren. Und jetzt darf der Henker dran glauben. Mensch, das ging ja richtig flott hier. Was ist denn hier überhaupt passiert? Erzähl mal. Wie, du hast immer noch nicht genug? Mann. Na gut, wo müssen wir... Oh, da ganz nach hinten müssen wir jetzt. Nein, schon wieder das falsche Schokobo. Wollte das Flugschokobo haben? Gib mir flatt, 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 flatt. Schon viel besser. Ich bin mal gespannt, wo die Reise uns jetzt hinführen wird. Aber ich würde mal behaupten, ins dravanische Hinterland, Vorland. Oh nein, noch mehr von den Viechern. Na gut. Vollstrecker, es war schön. Moment. Ich sehe gerade, dass mein Protest gerade dabei ist auszulaufen. Das bedeutet, dass die Aufnahme schon seit 27 Minuten läuft, etwa. Jo, wird Zeit, eine Abrechnung mit diesen Viechern hier zu machen. Oh, hier, Konstaint bastelt sich langsam seine Paladin-Rüstung zusammen, damit er ganz, ganz stark aussieht, der Kleine, ne? Mhm. Bam. So, der Aufpasser ist mein erstes Ziel. Ich würde mal ganz stumpf behaupten, dass es der, der hier mit Protest und so einem Kram rantanzt. Gut, für ihn ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Das ist hier ein Beschwörer-Typi. Oh, was wird das denn jetzt hier? Wir kommen jetzt der Olle. Ach, das gibt's ja wohl nicht. Was soll das denn hier? Wo kommt denn der Mist auf einmal her? Oh, super. Hier, Konstaint hat sich gerade eben zerlegt. Macht die Sache auch wunderbar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich es echt knicken kann gerade. So ein Mist. Wie war denn das hier an der Stelle nochmal? Und kein Protest mehr. Ich probiere es einfach mal mit dem Schwert alt. Mit dem Schild alt. Und dann als allererstes werde ich hinten auf dieses komische etwas drauf prügeln. Einfach nur damit keine Drachen kommen. So, und diesen Aufpasser, den müssen wir definitiv zum Schluss vermöbeln. Ist mir so aufgefallen. Ja, der hat definitiv die meiste Widerstandskraft. Oh, wer hat den denn jetzt hier geheilt, bitte? So, das sieht schon besser aus. Viel, viel besser. Die Aggro ist auf mir, das ist auch okay. Ja, ich glaube, der Untergang von uns war wirklich, dass ich auf den Aufpasser gegangen bin, den runtergeprügelt habe, und zwar so weit runtergeprügelt, dass er dann diesen
das Portal sozusagen geöffnet hat, womit dann dieser Drache dazu kam. Ja, genau. So, das heißt jetzt erstmal das Ding hier platt machen. Damit hier nicht noch mehr von den Teilen antanzen, von den Drachenviechers. Böse, böse Drachenviechers, komm mal her hier. Du kannst nicht diesen komischen Typen angreifen. Diesen Konstant-Int. Ja, so, kommt das noch ein zweiter. Just in this moment kam auch noch ein zweiter dazu. Aber ist nicht so schlimm. Ich guck gerade, die halten auch gar nicht so viel aus. Das ist perfekt. Wie viele Lebenspunkte hatten unser Konstant-Int noch? Der hat auch noch echt viele Lebenspunkte. Das geht. Ja gut, ich habe ja auch die meiste Aggro gerade eben noch abgenommen. So, und auf zum letzten. Hoffentlich letzten. So, erstmal wieder zurück auf. Nein! Ich würde gerade sagen, auf Schwerteid. Aber diesmal gebe ich mal ein bisschen Kette hier mit dem Ding. Ach, jetzt hat er sogar zwei dabei. Na, umso besser. So, kommt man mit. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen dritten bekomme. Ne, bekomme ich nicht. So, das wird hier fix gehen. Genau, weil es war nämlich, wie ich gedacht habe, dieser Aufpasser haut natürlich irgendwann diese Bücher raus und beschwört diese Drachen. Und das ist wohl prozentabhängig von seinen Lebenspunkten. Und hätte ich das natürlich eher gewusst, dann hätte ich natürlich auch nicht so lange am Leben gelassen. Aber das hätte ich auch eher wissen können, weil ich ihn ja als erstes angegriffen habe. Und er ziemlich langsam mit seinen Lebenspunkten gefallen ist. Kann man alles so oder so sehen. So. Aber finito. Das haben wir hinter uns gebracht. Und wir düsen zurück zum Falkenhorst. Geben die Quest ab. Und bekommen zudem noch eine neue, ja, eine neue Fähigkeit. Noch mehr Erfahrungspunkte, eine neue Fähigkeit. Stufe 54, was will man eigentlich mehr? Eine neue Waffe wäre gut. Das wäre wirklich gut. Yes, sir! Kommando ausweiten. Ausweiten hat bei mir einen ganz speziellen Platz. Dafür kommt der weg. Limit Break brauche ich eigentlich sowieso überhaupt gar nicht. Der bleibt da. Der geht hier rüber. Moment, du gehst dahin, du gehst dahin, du dorthin,
Ich hab's gleich. Nur mal hier kurz ein bisschen verstellen. Ah jo. So. So wollte ich das haben. Weil nämlich, das ist eine Kombo-Fähigkeit. Wenn ich Vortex-Schnitt mache, prockt ja Donnerklinge und Schurkenschwert. Wenn ich Donnerklinge jetzt nutze, prockt Ausweiden. Hahaha. Und ja, gibt halt eben nochmal Damage over Tim. Also ziemlich cool. Und dann wollen wir hier auch gleich weiter ins Trinär-Annex wieder zurück. Denn da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Da machen wir jetzt auch wieder weiter. Also, jetzt stehen geblieben. Wir haben nämlich noch ein klein wenig Weg vor uns. Und zwar bis nach hier oben. Mache ich das jetzt? Oder warte ich dann nochmal eine Stunde, noch eine Folge? Weil eigentlich sind wir ja schon drüber. Nein, ich mache das jetzt. Bevor ihr mich anmeckert, dass ich das ja so herauszögere. Und so spare ich mir zumindest eine Folge, bei der ich einfach nicht weiß, was ich dann noch mit euch machen würde. Und habe dann halt eben dementsprechend eine Folge. Oder wir haben dann dementsprechend auch unsere Mainquest nochmal ein Stückchen weiter gespielt. Ich dachte die ganze Zeit, da kann man rein, aber kommt man ja noch gar nicht rein. Also, aber hier kommt man rein. Und hier ist dann auch irgendwo da. Da ist der Ausgang. Wir werden jetzt hier auch einfach nur stumpf geradeaus rennen. Da hinten ist nämlich der Ausgang und zu dem wollen wir. Hüpp. War kein gekonnter Sprung. Aber manchmal können auch ungekonnte Dinge gut aussehen. Ja, hier, Epilepti-Tyranno. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Also, das sieht mir nicht mehr nach einem Dino aus. Das ist eher so Kreuzung Schaf und Echse. Also, ich würde mal sagen, es ist eine Schexe. Genau, nennen wir es Schexe. Eine Schaxe oder so. Nee, Schexe ist schon ganz cool. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich hier... Achso, ja gut. Haben nochmal eine Quest nebenbei abgeschlossen. Finde ich cool. Hier ist ein Loch. So, und da sind wir auf der Spitze des Berges. Mehr oder weniger. Aber wir sind zumindest ziemlich dicht am Somal. Und haben hier unser Zielort. Wir sind am Halo, am Heiligenschein. Und warten auf unsere Gefährten. Frodo, wo bist du? Du sollst den Ring hier ins Feuer werfen. Dignas haben sich in der Tat zurückgezogen, meine kleinen Freunde. Wie versprochen werde ich euch den Zugang zum Somal öffnen.
Doch seid gewarnt, seit 1000 Jahren hat kein Sterblicher den Berg mehr betreten. Und Strachen ist er heilig, die letzte Ruhestätte. Nidhogg und seine Schar werden es nicht dulden, dass ihr ihn erklemmt. Ihr seid dort nicht erwünscht, vergesst das nicht. Hab Dank, Vidofnir. Und passt auf, dass das Auge des Azurdrachenreiters euch nicht in den Abgrund führt. Was soll das heißen? Los jetzt, der Weg ist frei. Worauf warten wir noch? Wir dürfen nichts überstürzen. Du hast Vidofnir doch gehört. Ein ganzes Heer feindlicher Drachen erwartet uns. Allen voran das Drachenweibchen Tioman. Sie ist extrem mächtig und gefährlich. Die Gefährtin von Nidhogg? Meine Lanze kann es kaum erwarten. Wir sind auf diplomatische Mission, vergiss das nicht. Wir sind hier, um mit Hissenwelger zu reden, nicht mit Tioman. Mein oberstes Ziel ist der Schutz von Ishgard. Wer diesem Ziel im Weg steht, wird eliminiert. Und wenn ich meinem Erzfeind damit einen Stich in sein schwarzes Herz versetzen kann, umso besser. Wenn wir uns hier weiter streiten, kommen wir nie zu Hissvelgere an. Wir müssen diesen Berg erklimmen. Wir kämpfen nur, wenn es absolut unvermeidlich ist. Ist das klar? So, nun zugänglich. Und damit endet auch diese Folge nach einer kleinen Überlänge. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14 in Zum Aal. Bis denn.